Beende deinen Traum und lebe traumhaft. Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem Satsang, Zurückerinnerung an eure Wahrheit. Ich hatte gerade so ein berührendes Gespräch von einer Dame, die die Ausbildung beginnen möchte zum Satsang Practitioner. Und wir redeten über den Lebenstraum, ein Traumleben, Träume in unserem Leben und ob das ganze Leben ein Traum ist. Es ist ja für das Ego überhaupt nicht rational zu begreifen, was die Mystiker und ein Kurs in Wundern und einige Meister Erwachte da so von sich geben. Es klingt ja auch wirklich wie aus einer Traumwelt, und die meisten Ego-Persönlichkeiten schalten ja da auch ganz schnell ab und sagen, esoterischer Firlefanz ist mir zu doof, ich kümmere mich jetzt wieder um meine Rechnungen und um meinen Haushalt und lass das alles mal sein. Ich habe ihr erzählt von einem Gleichnis, das ich selbst auch erlebt habe und das ich auch gerne mit dir, mit euch teilen möchte in einem Tagesimpuls. Denn sie war dann auch ziemlich verwirrt und hat gefragt, naja, bringt mir diese Ausbildung denn Klarheit und Sicherheit? Und ich habe ihr gesagt, die Ausbildung bringt dich in die Wirklichkeit. Und damit konnte sie erstmal nichts anfangen. Und ich möchte euch gerne in diesem Tagesimpuls heute meine Inspiration mitgeben. Als meine Kinder noch klein waren, bin ich öfters mal unruhig geworden. Ich war im Wohnzimmer, die Kinder waren in ihren Zimmern und sie haben geschlafen. Sie sind ja sowieso da nachts auch oft in mein Bett gekrabbelt und haben sich an mich hingekuschelt. Aber oftmals war es auch so, dass ich im Wohnzimmer, ich habe noch ein Buch gelesen, ich habe dann gespürt, oh, da oben ist Unruhe. Und dann bin ich in das Zimmer meiner kleinen Tochter, war dann vielleicht so 3 oder 4 Jahre alt, ist schon eine ganze Weile her. Und ich habe gesehen, wie sie träumt. Sie lag in ihrem Bettchen und hat gestrampelt und geschwitzt. Und der Mund hat sich bewegt, die Hände haben gesucht und der ganze Körper war in Bewegung. Und es war wirklich ganz klar zu erkennen, sie träumt. Und ihrem Gesicht nachzuurteilen, war das ein angstvoller Traum. Es war kein erfrischend schöner Traum. Und ich habe mich dann an ihr Bettchen gesetzt und habe sie gestreichelt und habe gesagt, Schatz, es ist nur ein Traum. Alles ist gut, ganz ruhig, du bist in deinem Bettchen. Und meine Tochter hat weiter geträumt, sie war nicht wach, aber sie konnte sich beruhigen. Und genau so ist dein Leben. Oftmals strampelst du hier in diesem Leben, in diesem Traum und meinst, ich habe kein Geld, ich muss mich um alles kümmern, ich brauche einen Partner, alles ist so schwierig. Und dann strampeln wir uns ab, im wahrsten Sinne des Wortes, und versuchen hier Land zu gewinnen in Form von Geld, Beziehungen, Erfolgen, ein erfolgreiches Leben hinzubekommen. Und wir strampeln ins Leere. Und irgendwo tief innen und vor allem unsere Satsang-Familie, die sich natürlich damit intensiv beschäftigt, wenn wir dann in den Raum dahinter gehen, in die Stille, dann hören wir aus dem Raum, aus dem Nirgendwo eine Stimme, beruhige dich, lass los, alles gut, sei ganz ruhig, es kann dir nichts passieren. Ist vielleicht keine Stimme, die du hörst, aber auch eine Erfahrung, eine Befindlichkeit, ein Gewahrsein, da ist noch was, ich kann nicht scheitern, es kann nichts passieren. Und das ist die göttliche Liebe, die wir wahrnehmen. Und genau wie meine Tochter immer in ihrem Bettchen lag, auch im furchtbarsten, schreckhaftesten Traum, lag sie in Sicherheit in ihrem Bettchen. Ich habe ihre Hand gehalten, ich habe sie gestreichelt, ich war da.
Und so konnte sie tief in sich spüren, es ist ja nur ein Traum, ich bin in Sicherheit. Und so können auch wir tief in uns spüren, ich bin geborgen, ich bin in Sicherheit, ich wache auf aus diesem Traum, den ich Leben nenne. Das Ego sagt natürlich, wenn man in seiner 3D-Materienwelt ist, naja, was für ein Blödsinn, sehe ich auch, dass ich hier bin. Ja, wir sind anscheinend hier. Aber als wer bist du hier? Als Körper? Als problemorientiertes Ego? Oder als Geistwesen? Als Seelenenergie? Und du warst nie weg. Wenn du aufwachst, dann befindest du dich als göttliche Liebe in allem. Und Gott ist in dir und du bist in Gott und du warst nie weg. Und all deine Inkarnationen, spürst du, waren ein Traum. Und das möchte ein Kurs in Wundern uns mitgeben und sagen. Aber das ist schon der erste Punkt, wo viele Menschen sagen, also damit kann ich wirklich nichts anfangen. Du sollst auch nichts damit anfangen. Du sollst erfahren. Und wenn man einmal diese Erfahrung der Ganzheit in sich aufgenommen hat, das ist viel mehr als ein Gefühl, wenn man Gewahrsein in sich hatte, ich bin immer getragen, ich kann nicht rausfallen, ich liege ja in meinem Bettchen, in meinem Bett, in meinem warmen, warmen Bett, die Hände im übertragenen Sinne als Metapher, die Sicherheitshände sind immer da, die mich auffangen. Ich war nie weg. Wir träumen diesen Traum und wir halten das für die Wirklichkeit. Und als ich meine Tochter gestreichelt habe, als sie so geschwitzt hat in ihrem Angsttraum, da war die Wirklichkeit nicht im Traum. Sie hat im Traum nicht die Wirklichkeit erfahren, aber sie hat die Wirklichkeit vernommen. Und so erfährst du hier im Außen auch nicht die Wirklichkeit. Da kannst du lange suchen. Da kannst du tausende von Inkarnationen suchen. Du wirst die Wirklichkeit im Außen nicht finden. Die göttliche Liebe, den Frieden, die Freude, das wunschlos glücklich sein. Da kannst du tausende von Inkarnationen damit zubringen, kannst dich daran abarbeiten. Aber in dir, und deshalb auch satt, Sang, erinnere dich, dass in dir alles ist. In dir ist die Stimme, diese Sicherheit. Du bist in großer Geborgenheit. Du bist in deinem Bett, wollte ich sagen, aber in deinem Bett ist, du bist in göttlicher Liebe. Du kannst nicht rausfallen. Es geht nicht. Keine Seele. Denn alle Seelen sind ein Leben, linear gestreckt, linear in Zeit und Raum. Und wenn wir diesen Erdentraum beenden, dann hört auch Zeit und Raum auf zu existieren. Ja, da sitzen wir in unseren Satsangs und spüren aber, dass da mehr ist. Ich versuche dir das jetzt digital rüberzubringen, aber ich habe es am Wochenende wieder gemerkt im Satsang. Wenn dann in uns so etwas ist, für das es keine Worte gibt, jetzt wieder. Wenn ich beginne, den Raum einzunehmen und die Seele sagt, oh ja, ja, genau, so ist es, sie hat es erkannt. Und durch dieses Erkennen, erkenne dich selbst, bist du in Sicherheit und du erlebst diesen Lebenstraum in einer Sanftheit, denn du weißt, ich träume ja nur. Das kann man jetzt wirklich keinem 3D-Menschen so nahe bringen, die sagen, was, ein Traum? Ich bin doch gekündigt, ich habe doch kein Geld, ich kämpfe mich hier ab, ich bin alleinerziehende Mutter. Du träumst es. Ich weiß.
Ja, das ist ein Kurs in Wundern, aber hier steht, erschaffen deine Wirklichkeit. Jedes Denksystem hat einen Ausgangspunkt. Das Ego-Denksystem hat seinen Ausgangspunkt in der Trennung und das Denksystem des Heiligen Geistes, des geheilten Verstandes, hat seinen Ausgangspunkt in der göttlichen Liebe, im göttlichen Licht. Das ist die Unterscheidung, die wir bereits besprochen haben. Ihre Ähnlichkeit liegt in ihrer Macht als Fundament. Die Macht als Fundament. Was wählst du als dein Denksystem? Und das bleibt dir wahrhaft selbst überlassen. Und das haben wir auch im Satsang gesagt. Gott schenkt dir nur Barmherzigkeit. Deine Worte sollten nur Barmherzigkeit widerspiegeln, weil du diese auch empfangen hast und diese demnach geben solltest. Gerechtigkeit ist ein vorübergehender Notbehelf oder ein Versuch, dich die Bedeutung der Barmherzigkeit zu lehren. Du kannst verschiedene Symptome erwähnen und lehren, aber auf dieser Ebene gibt es eine endlose Vielfalt. Am Ende gibt es nur die göttliche Barmherzigkeit. Der verlorene Sohn. Das ist, als wenn die gute Mutter am Bett ihres Kindes sitzt, ihr Kind streichelt und sagt, Liebling, du liegst in deinem warmen Bettchen. Dein Traum ist nicht die Wirklichkeit. Und die göttliche Barmherzigkeit lässt dich auch frei entscheiden. Du darfst Tausende von Leben in der dreidimensionalen materiellen Welt ausprobieren. Wie ein Kind, das sagt, Mama, ich gehe jetzt hier mal auf den Spielplatz, dann probiere ich mal die Schaukel, dann probiere ich mal die Wippe und dann gehe ich mal ans Klettergerüst. Du bist eine barmherzige Mutter und lässt dein Kind los. Es soll ausprobieren, es darf Erfahrungen machen. Und so ist die göttliche Liebe auch. Aber am Ende bist du immer geborgen zu Hause im göttlichen Licht. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Ich freue mich, wenn du ein persönliches Gespräch mit mir führst, wenn du Interesse hast an der Ausbildung, am Praktizieren. Denn das Praktizieren macht dich klar. Es bringt Klarheit in dein Leben. Das Praktizieren definiert die Wirklichkeit für dich, die du hier in diesem Traum nicht findest. Du findest die Wirklichkeit nur in dir. Und ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du aus deiner Komfortzone aussteigst, dich einträgst und ein Gespräch mit mir führst. Wenn du Fragen hast zur Ausbildung, denn dein Leben wird leichter. Leicht leben lohnt sich und auch du darfst leicht leben. Niemand muss sich durchs Leben kämpfen, durch seinen Traum, durch sein Traumleben durchkämpfen und durchwursteln. Auch du darfst leicht leben. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, auf eure Kommentare, auf eure Fragen. Und ich sage für heute in einer lichtvollen Wirklichkeit Namaste. Alles Gute für dich und erkenne, dass wir Traumtänzer sind. Alles Gute.